Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Gestern kamen ja die neuen Tags für den Spiel, der Spione-Modus raus, und darunter waren auch einige wirklich extrem krasse Tags. Und eine Waffe ist mit den neuen tatsächlich auch richtig, richtig overpowered und fühlt sich einfach an, als würde man hacken. Das werde ich jetzt versuchen, mal in dem Video hier zu zeigen. Es gab gestern tatsächlich auch den ersten Cut bereits in dem Modus. Ich denke mal, da werden in Zukunft dann auch noch weitere Folgen. Jetzt müssen wir uns allerdings erstmal die Waffe aussuchen. Ich hoffe, wir finden die direkt. Ansonsten natürlich am besten eine ganz normale. Und hier haben wir die tatsächlich schon. First Try, nämlich ist es das halbautomatische Scharfschützengewehr Plus. Die Waffe schießt so extrem schnell. Also ihr wisst ja sicherlich, dass die Half-Auto-Sniper weitaus nicht die beste ist und sogar zu mit einem der schlechtesten Waffen in diesem Modus zählt. Allerdings jetzt seit dem Update ist sie so extrem krass. Sie hat ja normalerweise, glaube ich, eine 1,2er Schussrate. Jetzt allerdings, wenn das vielleicht aktualisieren würde, hat die nämlich einfach eine 6,25er Schussrate. Und wenn ich euch jetzt noch schaffe, da einen zu finden, dann seht ihr, wie schnell das ist. Und das ist so extrem krass, weil die eben halt 81 Schaden pro Schuss macht. Natürlich hat man auch einen gewissen Rückstoß. Trotzdem, es ist einfach krass mit der Waffe. Man kann sogar durch Wände damit einfach durchschießen. Das einzige Problem ist nur, dass man nicht vernünftig viel Munition hat, was es etwas schwierig macht. Es gibt das gleiche auch noch bei der AK. Da weiß ich allerdings nicht ganz genau, wie schnell die dann dadurch ist. Die konnte ich heute Morgen leider noch nicht spielen. Wir haben das Ganze auch heute im Stream alles freigeschaltet. Also wenn ihr mal so etwas nicht verpassen wollt, checkt natürlich gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Dort kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal. Und lasst natürlich dort auch gerne ein Follow da. Genauso wie hier auf dem YouTube-Kanal ein Abo. Wir sind auch gar nicht mehr so weit von den 700 Abonnenten entfernt. Wäre auf jeden Fall super, super nice, wenn wir das demnächst erreichen könnten. Und die Waffe ist einfach wild. Einfach brutal. Selbst im Close Range, wenn man ein bisschen Glück hat und genug Munition hat, kann man damit tatsächlich ganz gut Damage machen. Ich habe jetzt natürlich leider keinen gekillt, aber ich habe ihm halt viele mit 81er Shots richtig, richtig low gemacht. Ich denke mal, da sollten wir jetzt eine ganz gute Möglichkeit haben. Die ganzen auch... Ah, ist nicht nachgeladen. No way. Die Waffe war nicht nachgeladen. Und ich hatte ja am Anfang auch schon erwähnt, dass gestern auch der erste Cup in dem Modus hier war. Und... also in dem Knockout-Modus hier. Und dabei ging es erstmal nicht um Preisgelder. Das heißt einfach nur ein reines Test-Event. Allerdings denke ich mal eben halt, wie gesagt, dass wie auch letzte Season dazu dann auch noch richtige Cups folgen. Letzte Season hatten das gleiche Jahr im Prinzip mit den Suchen und Zerstören Turnieren. Da gab es ja am Anfang auch erstmal ein Test-Event und dann ein paar Tage später. Also könnte sogar vielleicht sein, dass es dieses oder nächstes Wochenende ist. Vielleicht, wenn die FNCS nicht mehr ist, am Samstag dann so, könnten da vielleicht die Cups kommen. Und es war tatsächlich so, dass man nur etwas, also nur Punkte bekommen hat, wenn man tatsächlich auch den Sieg geholt hat. Und dann eben halt umso mehr Kills man hatte, umso höher wurde man dann unter denen gerankt, die gleich viele Kills hatten. Also ihr seht wirklich, die Waffe ist so brutal. Wenn jetzt noch ein bisschen mehr Munition hier wäre, dann wäre das einfach richtig krass. Also das ist so der einzige limitierende Faktor, der die Waffe noch so ein bisschen balanced hält, wobei es eigentlich auch nicht wirklich balanced reißen kann, weil man so leicht auch einem in der Luft einfach 200er Shots geben kann. Das ist eigentlich wirklich so extrem krass. Ich hoffe, wir finden in den nächsten Runden auch nochmal ein paar andere Waffen. Ja, und ansonsten gab es ja auch heute noch ein Update. Da wurde allerdings nicht gefixt. Ich glaube, die Granaten sind tatsächlich immer noch nicht verfügbar. Steht zumindest so in der Lobby. Ich hatte immer noch keine Runde Public gespielt, deshalb weiß ich das nicht. Aber laut Lobby gibt es die eben halt noch nicht wieder im Game. Ansonsten haben die, glaube ich, die Code-Hacke gefixt und irgendwelche Performance-Probleme oder irgendwelche Probleme auf der PS4 auf jeden Fall. Allerdings keine neuen Sachen sonst. Vielleicht haben die noch ein paar kleine Sachen bei Live-Event-Files oder so geändert. Aber weder irgendwelche signifikanten Map-Changes, keine wichtigen Game-Files, die zumindest bisher herausgefunden wurden. Vielleicht sind ja irgendwo noch welche versteckt, die besonders wären, aber wie gesagt, zurzeit sieht das Ganze nicht so aus. Und ich habe noch getroffen. Jawohl! Easy. So, nächste Runde. Jetzt nochmal die AK.
würde ich ganz gerne ausprobieren. Und wenn ihr auf jeden Fall diesen Modus spielen wollt, empfehle ich es euch, levelt einfach auf das Maximale hoch. Wenn ihr nämlich eine halbautomatische Sniper sonst habt, ist das der absolute Müll. Wenn ihr eine AK sonst habt, ist es auch Müll. Generell, man hat so viele Vorteile. Man bekommt, also ich bekomme jetzt zum Beispiel statt einer normalen Maschinenpistole einfach schon eine P90. Dann wie gesagt die richtig krasse Half-Auto-Sniper und ich kann mit mir eine goldene Dual-Pistols mit erweiterten Magazin und mit mehr Headshot-Damage machen. Das ist so extrem krass, was man da alles an Perks hat. Und deshalb lohnt sich das auf jeden Fall. Und jetzt haben wir passend dazu auch direkt das schwere Sturmgewehr. Und das hier meine ich auch noch, zum Beispiel der zuverlässige Schalldämpfer. Dadurch habe ich jetzt eine leise Pistole, also eine schallgedämpfte Pistole. Ist auf jeden Fall auch ganz nice. Und was hat die jetzt für eine Schussrate? 4,25 ist, denke ich, aber noch nicht aktualisiert, weil es die normale Schussrate ist, soweit ich weiß. Hoffentlich aktualisiert das mal. Das aktualisiert natürlich nicht. GG. Regelt der? Ne, der schafft es nicht alleine. So, dann gehen wir da jetzt mal rauf. Kontrolle manchmal über die Waffe ist ziemlich schwierig, aber wenn man dann mal so richtig mehrere Gegner damit killt, dann fühlt sich das einfach richtig nice an. Da seht ihr auch, man kann da immer gefühlt eigentlich nicht gegenbauen. Die macht so viel Gebäude-Damage auch. Das ist einfach... What? What? Ich dachte gerade schon. Da stand 23,91er Schussrate. Bruder. Das wäre zu krass gewesen. Aber selbst eine 5,75er Schussrate oder was es jetzt genau ist, ist auch richtig krass. Das ist einfach schneller als normaler eher. Und dann eben halt mit dem Damage von der AK richtig, richtig nice auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch ein paar neue Waffen jetzt in den nächsten Runden bekommen. Also die jetzt auch richtig krass sind mit den neuen Tags. Ich würde auch schon sagen, das ist doch krass mit 5,75er Schussrate. Man kann auch nur die beiden Waffen haben und es reicht schon. Wir können auch mit der Pistole spielen. Habe ich ja auch noch als Waffe. Ja, wie gesagt, Close Range läuft damit. Natürlich hat man jetzt damit nicht irgendwie automatisch gewonnen, aber man hat schon richtig, richtig gute Chancen einfach damit. Mit solchen Waffen, die ich sonst niemals empfehlen würde in dem Modus hier. Also, eine AK ist weitaus nicht die beste Waffe. Ihr seht es ja auch auf Range, bringt es eben halt immer noch nichts, aber zumindest so auf Close Range kann man damit schon ganz gut Value rausholen. Und ich sollte jetzt vielleicht auch ein bisschen Value rausholen und nicht nur hier talken. So, hier ist der nächste Gegner. Oh, die macht nur 24er jetzt. No way, ihr müsst nachladen. Hab nicht. Sehr gut, hab ich. Ja, fühlt sich wirklich so overpowered an, wenn einfach alles tausendmal schneller schießt als normal. Stell dir vor, es gäbe jetzt einfach nochmal einen Perk, womit man noch schneller schießen könnte auf allen Waffen. Irgendwie so mit 1,5-facher Schussrate. Dann wäre das echt richtig, richtig krass. Und das Ding ist, wir sind hier nicht mehr auf Max-Level. Da kommen ja in den nächsten Wochen noch ordentlich Text dazu. Das meine ich übrigens mit der Waffe. Mal ganz eben so ein Double-Kill gemacht. Obwohl die beide hinter einer Wand standen. Es ist einfach zu krass. Diese Waffen. Deshalb, also so langsam muss ich sagen, gefällt mir der Modus echt ganz gut. Also mal als Abwechslung. Natürlich normaler Modus immer noch besser einfach. Aber so als Abwechslung mal hier Knockout spielen, ist schon echt ganz nice. Vor allem, wenn man so maximal overpowered ist mit solchen Waffen. Das bockt sich einfach. Nein, nicht sterben. Bin fit. Wie gesagt, Munition fehlt immer so ein bisschen bei der Waffe. Ansonsten aber richtig, richtig nice. Wenn ihr jetzt vielleicht nochmal ein bisschen höhere Startmunition bekommen, das ist natürlich auch ganz nice. Und ist auch mein Kill. Sehr schön. Also es war doch nicht meine beste Runde jetzt, aber ist trotzdem in Ordnung.
Übrigens, das haben sie immer noch nicht gefixt. Ihr bekommt nicht einfach nach dem Halbfinale schon, nach dem Viertelfinale noch nicht so viele Punkte. Das ist einfach ein Anzeigebug. Jetzt steht ja im Prinzip so viel, wie ich es nach dem Halbfinale bekommen würde. Und nach dem Halbfinale steht dann schon so viel, wie man nach dem Finale bekommen würde. Aber wenn ihr eh mal dabei verkackt, dann habt ihr die ganz normalen Punkte, also nicht irgendwie mehr. Und ihr könnt jetzt auch nicht mehr einfach weiterleveln. Also es ging ja letzte Woche, dass man tatsächlich einfach weiterleveln konnte, obwohl man ja einfach schon am Ende war. Und dann konnte man das ja auch spielen. Jetzt geht das einfach nicht. Jetzt verschwindet das einfach und man ist beim nächsten Mal dann wie alle anderen bei maximal Level 33 Ghost und Shadow. Trotzdem, ja, braucht man hier nicht lange. Ich habe es jetzt in 2 Tagen geschafft und habe nicht mal wirklich viel gezockt. Komme ich da in der Luft? Schwierig. Ich glaube, da hinten ist noch irgendwo jemand gelandet. Und einer will mich diegeln. So nicht. Dann fliege ich mal schön zu denen. Leider kann man nicht in der Luft scopen. Ihr müsst. Das Ding ist, wenn man nicht weiß, dass es diese Waffe gibt, muss man sich doch denken, dass jemand einfach hackt. Weil die ja so extrem schnell schießt. Mit so viel Damage. Einfach 200er Headshots macht. Was auch krass ist, normalerweise macht ihr ja nur 187er Headshots. Das ist eben halt auch nochmal so viel stärker. Also wirklich eine extrem, extrem krasse Waffe. Übrigens die legendäre Version davon, also wenn ihr nochmal hier alle Waffen upgraden könnt, dann bringt euch das wirklich fast gar nichts. Kommt eben halt nicht, wenn ihr eine blaue Half-Auto-Sniper habt, bekommt ihr nicht einfach dadurch dann die epische direkt, sondern die. Also nicht diese epische Kasse Half-Auto-Sniper, sondern die ganz normale, die mit der normalen Schussrate. Und deshalb bringt einem das immer nicht so extrem viel, wie wenn man das tatsächlich durch die Text freischaltet. Jetzt muss ich mal ein bisschen Value rausholen. Es ist natürlich schwierig in der Luft mit AK. Die ist schon so ziemlich ungenau und dann in der Luft macht man natürlich mehr Damage. Glaube ich 50er oder 60er jetzt, irgendwas in dem Dreh. Das reicht aber natürlich nicht aus. Ich hoffe, wir gewinnen das jetzt noch. Wäre auf jeden Fall ganz nice, nochmal ein Sieg hier fürs Video. Da ging es rein. Oh, no way. Gerade läuft nicht. Ich wollte euch aber auch eigentlich nur diese richtig, richtig krassen Waffen zeigen. Natürlich ist das nicht der way to go einfach für Normal Game. Da sollte man nicht einfach die Arcade nochmal nehmen. Wollte euch die jetzt aber mal zeigen. Da würde ich eine Pump nehmen, damit man auch im Close Range da wirklich vernünftig etwas machen kann. Kann natürlich auch so vor allen Dingen in der ersten Runde eine AK oder Half-Auto Sniper vollkommen in Ordnung. Aber danach braucht man eben halt, wenn die Gegner so krasse Waffen haben, auch selbst etwas krasseres. Räum stehen, bitte. Ja, ist immer schwierig mit der Waffe. Ich habe ihm 303er Headshot damit gegeben. Huch. Das ist auch richtig krass. Wenn man sich das einmal anschaut, wie viel Damage man da einfach so aus dem Low Ground mal mit der AK rausholt, obwohl das eben, wie gesagt, keine krasse Waffe normalerweise ist, das ist einfach so, so krass. Und das macht diesen Modus auch so besonders, weil man einfach Waffen hat, und vor allen Dingen sind ja nicht die normalen Waffen, man hat einfach so Waffenausführungen, die man sonst niemals spielen könnte. Und das finde ich immer so nice an dem Modus, dass man einfach immer etwas ganz anderes hat als Normal Game. Ich hoffe, wir bekommen jetzt nochmal einen Kill hier. Und es sieht gut aus. Ja, ja, ja. Easy. Let's go, ab ins Finale. Und da wird es jetzt richtig rasiert. Ich muss sagen, die neuen Level 33er Belohnungen sind tatsächlich nicht so stark. Es gibt das Sturzpolster und die Impulsgranate.
ist in Ordnung, aber weitaus nicht das Beste. Ich frage mich auch immer noch, was mit dem Kingsman-Gleiter ist. Den habe ich tatsächlich noch kein einziges Mal gesehen. Man sollte ihn aber eigentlich ja bekommen können. Und ich würde sagen, ich nehme hier den Tank einmal. Mit der goldenen Heavy Shotgun, oder? Ne, nur epischen Heavy Shotgun. Ich habe keinen Waffen-Upgrade-Perk. Aber der Tank ist auch richtig nice. Da bekommt man nämlich, glaube ich, ungefähr die Hälfte der Leben, die man eben halt als Schaden bekommen hat, wieder zurück. Das heißt, wenn ihr 100 Leben hattet und dann eben halt auf 1 HP runtergelasert wurdet, dann bekommt ihr trotzdem wieder ein bisschen mehr als 50 Leben. Und dann bin ich auch ins wieder down. GG. So, jetzt werden die nochmal easy geklappt. Wie gesagt, die Punkte bringen mir nichts, aber der Sieg bringt nur was. Deshalb ist es am Ende auch egal. Oh, Digga, er hat die P90 hier einfach. Nein. Nochmal runter. Aber wie gesagt, das zweite ist nicht meine beste Runde. Ich habe häufig auch Runden mit ja, 40 Kills plus. Und das ist eigentlich nicht mal selten. Da bräuchte ich andere Tags und so. Den habe ich ganz low gemacht. Ich weiß nicht, ob der hier drin noch ist, der eine. Nice, down. Ihr seht, ich bekomme wieder fast alle Leben einfach zurück, obwohl ich ganz gut eigentlich wieder low war. Da ist er weg. ...99er Headshot mit Luftangriff natürlich. Nein, ich habe den Kill nicht bekommen. Oh! Bockt sich das? Oh nein! Ah, die Silence Pistol ist da so ungenau. Hätte ich die Dual Pistols gehabt als Perk, hätte ich den glaube ich bekommen. So eine etwas genauer. Auch generell, wenn man einfach dieses Headshot-Perk hat, dann die ganzen anderen Sachen, die normale Pistole einfach buffen. Da hat man so eine krasse Pistole, damit kann man auch alleine einfach gewinnen. Wenn sich vorstellt, größeres Magazin, also nicht nur ein 18er Magazin, sondern, keine Ahnung, 27er Magazin oder whatever. Und dann dazu nochmal mehr Headshot-Damage als Dual-Pistole natürlich. Das wäre dann auch richtig krass. Also wie gesagt, es gibt so viele nice Waffenkombos, die man hier haben kann. Zum Beispiel auch, wenn man Luftangriff, Jetpack, mobile Ballerei und dann Sniper oder so hat, kann man ja auch auf No-Scope leichter treffen. Zum Beispiel auch solche Perks hier einfach, oder wenn man einfach eine Sniper hat, eine ganz normale Repetier-Sniper, legt die bei mir jetzt einfach nach, selbst wenn ich die nicht mal selbst nachlade, sondern wenn die einfach im Inventar ist, legt die nach. Da ist er auch down. Ich muss sagen, AK, auch sehr, sehr nice Waffe. Ansonsten hätte ich ja noch die Silence Sniper als Silence AR als zweite Auswahl sozusagen für die ARs. Ich glaube, andere habe ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich noch eine SCAR habe. Ich glaube tatsächlich nicht. Man kann die auch echt nicht vergleichen, die Waffen hier in dem Modus mit einem Normal Mode, weil die einfach hier deutlich stärker teilweise sind. Wobei auch teilweise tatsächlich manche Waffen schlechter sind. Ist unterschiedlich, aber hat letztendlich genauso wie der Creative Mode wie Rette die Welt nichts mehr mit dem klassischen Battle Royale, also dem klassischen Fortnite Battle Royale Modus zu tun. Also, das finde ich immer auch manchmal richtig nice. 93er Headshot. Auch richtig nice. Was auch ein richtig nice Combo ist, wenn man Luftangriff hat. Und es gibt einen Perk, wo man bei wenigen Leben mehr Damage macht. Und dann macht man eben halt mal auch 200er Body Shots mit einer ganz normalen Spaß. Und das ist dann auch richtig krass. Wie gesagt, das waren so die Waffen, die jetzt, oder die ganzen Kombinationen, die man jetzt so neu hier reinnehmen konnte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst natürlich eine Bewertung hier auf dem Video da. Schreibt mir gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare. Und ich bin jetzt auch wieder live auf Twitch. Checkt dazu natürlich gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Jetzt werden wir den Daily Duo Cup zocken. Und bis dahin, ciao.